So, dafür, dass wir die Julia so ganz oft in der Retro vergessen haben, haben wir sie gleich doppelt eingeladen. Und zwar Diana Zujew, Militäreuropameisterin über 1500 Meter gestern, heute, gerade eben, 800 Meter Militäreuropameisterin Elina Zujew. Gibt es eigentlich jetzt, wenn wir jetzt ein Interview machen, einen Trick, wo, wie man euch, also ich kenne den Trick, auseinanderhält in Interviews? In Interviews, ein Scheitel. Ich trage ihn nach rechts und Diana nach links. Ich bin auch Linkshänder und sie ist Rechtshänder. Und sie hat Ohrringe an. Ich habe halt Ohrringe an, du nicht. Ja, also den Trick kenne ich auch, aber Mike hat mir gesagt, er hat euch gestern angeschrieben und hat gesagt, ihr sollt es für heute wechseln, damit ich durcheinander komme. Hat er gemacht? Hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht, oder? Hat er mich veräppelt. Ja gut. So, dann fangen wir mal an. Heute 800 Meter. Ja. Eine lange Saison. Wie fühlen sich die Beine an nach 4 Monaten von Wettkampf zu Wettkampf reisen? Ja, also es hat eigentlich Spaß gemacht, aber man ist doch froh, mal jetzt abzuschalten. Obwohl es Spaß macht, ja. Also ich freue mich schon auf die nächste Saison. Du hast ja gestern schon erzählt, dass du sehr müde bist, aber die Leistungen am Ende der Saison waren ja nochmal sehr, sehr, sehr gut. Wie hat dich das überrascht? Ja, schon, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe speziell, sondern einfach nur noch Wettkämpfe gesucht habe oder wir, um uns fit zu halten für diese Europameisterschaft. Ja, dann schon überrascht, aber war noch was da, aber jetzt klar, war gestern gemerkt, man ist müde, war aber froh, dass man es noch durchgezogen hat und jetzt ein bisschen Pause. Jetzt gab es das große Ziel in Moskau, weil es ist auch in der Nähe von eurer Heimat. Und wie ist es, das ganze Jahr darauf hinzuarbeiten und dann diese Norm zu erreichen und dann dort aufzuschlagen in Moskau? Ja, also dieses Jahr war die Normjagd wieder ein bisschen mühsam, weil vom Wetter her hatten die ersten Wettkämpfe nicht gepasst. Das Tempo war immer nicht so schnell. Und haben doch erleichtert, dass man es auf dem letzten Drittel geschafft hat. Aber es ist halt nicht dasselbe, wenn man wirklich eine längere Vorbereitung hätte dazu. Aber man war sich froh, dass man dabei war. Jetzt war der Vorlauf ja unglaublich mutig gelaufen. War das vorher so geplant? Naja, ich weiß nicht, ich war ja im dritten Vorlauf, wenn die ersten beiden jetzt schneller wären, hätte ich vielleicht nicht gemacht, aber da ich gemerkt habe, man hätte mit einer 4.09 noch weiterkommen können, habe ich es versucht. Im Nachhinein hätte man vielleicht sagen können, ja, hätte ich vielleicht auch andere Taktik wählen können, aber wenn man in dem Moment, dass man es anfängt, was zu machen, muss man es auch durchziehen, sonst beim Laufen zweifeln geht nicht. Jetzt hast du ja den Lauf, wen hast du jetzt beobachtet? Ich habe die Musik. Also, das ist schon wieder eine Partystimmung. Jetzt hast du den Lauf ja auch gesehen in Moskau. Du hast ja, wie sehr geht es denn auf die Nerven, wenn man immer wieder von Reportern hört, dass ihr ja nicht den Kick hättet? Ja, nervt. Aber sie hatten ja recht, die Reporter. Aber das ist einfach eine Frage des Trainings. Und zum Ende der Saison hat Diana und ich zum Teil ein bisschen auch gezeigt, dass wir dann doch noch umschalten können. Also ist alles eine Frage des Trainings und wir wissen ja jetzt, also wir nehmen uns ja die Kritik zu Herzen und ändern das ja auch. Also was ja auch nicht einfach ist, wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen geht. Man kann das nicht von heute auf morgen machen. Es ist ein Prozess, so wie Training auch ein Prozess ist, aber nächstes Jahr werden wir es dann auch früher angreifen, werdet ihr ganz neue Sojus kennenlernen. Jetzt haben wir bei dem das Video gesehen zum 800 Meter Lauf oder waren es 1500 bei dem Länderkampf bei den Decanation. Da war der Kick dann da, oder? Ja, das habe ich auch trainiert und da hat man ja gesehen, dass es ja geht und deswegen glaube ich einfach, dass vielleicht das Selbstvertrauen da vorne ein bisschen gefehlt hat und wie gesagt, wir trainieren dran, wir bleiben am Ball und dann nächstes Jahr sieht es bestimmt ein bisschen anders aus. Jetzt seid ihr eingestiegen mit einer 3000 in der 8,57 und jetzt gab es letzte Woche in Rieti noch einen 3000er. Hat dich überrascht, nochmal 10 Sekunden schneller zu laufen? Ja, also der Einstieg war ja so, das Wetter war nicht perfekt und im ersten Wettkampf weiß man nie, der erste 3000er. Also das hat mich schon überrascht, aber dass es schneller als 8,57 ging, das wussten wir beide. Aber 8,47 ist natürlich nochmal ein ganz neues Niveau. Ja, das hat mich auch gefreut, aber Elli kann das auch auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Jetzt habe ich dich ja, glaube ich, das erste Mal gesehen 2008 in Berlin bei den Jugendmeisterschaften. Da bist du, glaube ich, Hindernis gelaufen, wenn ich das so richtig erinnere habe. Jetzt mit einer 8,47 auf 3000, ist es vielleicht mal ein Comeback auf die Hindernisse? Ich schließe für nächstes Jahr nichts aus. Ich werde sehen, wie das Training läuft, aber jetzt... Ich sage nicht, dass ich mich fest auf der 1500 verankere. Ich werde mal sehen, es ist ja, man muss gesund bleiben. Ich denke, man kann, wenn man eine gute 1500 läuft und dann vielleicht auch Hindernis trainiert, kann man einfach auch vielleicht beide Strecken mal ausprobieren und gucken, vielleicht auch die 5000 mal sehen. Wie zufrieden bist du jetzt mit der Saison, auch wenn Moskau nicht ganz funktioniert hatte? Man hat, glaube ich, gesehen, dass du auch die Zeit drauf hattest. Man muss es halt nur dann an dem Tag umsetzen. Du bist auch eine gute 800 gelaufen, die vielleicht auch noch ein paar Zehntel hätte schneller sein können. Ja, also bei 5000.
Ja, dieses Jahr war die 15 Meter Rennen ein bisschen blöd. Ich bin da, wo Diana so gut gelaufen ist, in Heusden, ein bisschen überpaced. Und letztes Wochenende, da hatte ich ein bisschen gesundheitliche Probleme. Ich bin am Ziel auch fast umgekippt. Also das war nicht optimal. Also ja, aber ich weiß, dass es eigentlich auch in mir steckt, weil, wie gesagt, eigentlich vom Training her passt ja eigentlich alles. Muss jetzt nur noch auf die Bahnwahl gebracht werden. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr einfach auch mal hinten raus der Knoten platzt. Also. Aber wenn man jetzt unzufrieden ist nach einer Saison, wo konstant 4-10er-Zeiten und 8-57 rauskommen, ist man ja auch schon sehr weit gekommen. Ja, man hat das Ziel nicht erreicht, aber mein Gott, ich hatte zum kleinen Trost, hatte ich noch die Team-EM, die war auch ganz schön und ja, dann nächstes Jahr wieder von vorne anfangen, muss immer am Ball bleiben, dann klappt das. Wo geht's jetzt hin? In den Urlaub? Nächste Woche nach Südfrankreich und danach Riga. Südfrankreich, wie kam die Entscheidung? Ach, wir haben ein paar Freunde aus Hamburg, da sind die deutschen Surfmeisterschaften und wir haben eigentlich ganz guten Anschluss in Hamburg gefunden und hat sich ja die Gelegenheit ergeben. Dann. Kann man auch in Hamburg surfen? Man kann Stand-Up-Paddling machen und das kann man machen. Aber schon probiert? Nee, das machen wir dann jetzt in Südfrankreich und dann auch demnächst, weil das ist auch ein gutes Kräftigungstraining. Aber richtig surfen, da gibt es ja keine Wellen. Nee, nur das Paddling. Dann nehmt das mal auch aufs Video. Dann können wir das senden. Und dann vielleicht doch unseren Oberwufti, ja, auf jeden Fall. Unterschreiben. Warte, ich habe einen Stift.